Hallo alle zusammen und schön, dass ihr mit dabei seid zu einer weiteren Folge von City Skylines. In der letzten Folge haben wir hier unsere Stadt weiter ausgebaut und speziell die Aufgabe zum Schluss, die Autobahnen auf- und Abfahrten zu bauen, die jetzt hier existieren. Mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Dann, wir müssen auf jeden Fall versuchen, da ein bisschen was nach vorne zu pushen wieder. Und hier brauchen wir dann mal eine High-Commercial-Zone. Auf jeden Fall läuft es gerade der Stadt echt gut. Wir haben jetzt schon 22.000 Einwohner, jetzt, na klar, verlieren wir gerade ein bisschen was, wenn ihr unten mal rechts reinschaut, hier, in dem Bereich. Liegt daran, dass wir gerade viel auch abreißen mussten, was eigentlich schon Leuten gehörte. Das gefällt ihr natürlich nicht so sehr, aber es ist dann ja völlig normal, die Leute müssen auch erstmal weg. Die sind ja nicht auf einmal bei mir noch irgendwo in die Straßen weiter. Wir sehen, es wächst jetzt schon wieder hier auf 107, 14, es wächst halt ein bisschen. Und die Leute fahren jetzt auch mit Autobahnen gelegentlich mal, hoffe ich. Denn dafür ist er auch da. Okay, wir brauchen wieder Industriezonen. Wie ich sehe. Dann bauen wir hier drüben mal aus, bitte. So. Dann werden hier unten definitiv noch ein paar Leute hinfahren. Schaut euch das mal an, wie groß die Stadt dabei schon geworden ist, ey. Es ist geil. Wir fingen mal mit dem kleinen Futz hier unten an. Jetzt beim großen Ding da oben. Cool. Einfach nur cool. So, ich sehe gerade hier drüben werden die Straßen weiter ausgenutzt. Auch hier müssen wir upgraden. So, schauen wir mal. Boah, voll ausgebaute Gebäude hier gerade. Das ist schon echt cool. Ja, die bauen sich hier generell gerade ziemlich gut auf. Finde ich schön. Hierfür brauchen wir wieder ein paar. So. Müssen nur alle noch ans Netz gehen. So, die Stadt wächst auf jeden Fall schön weiter. Das gefällt mir. Können wir eigentlich irgendein Monument bauen? Wir könnten die Freiheitsstatue bauen. Ich könnte es mir leisten, Leute. Haha, ich könnte es wirklich machen. Was haben wir hier? Friendly Neighborhood Park. Was haben wir hier drin alles? Statue of Wealth. Was ist denn das hier drüben gewesen? Transport Power. Okay. Bauen wir den mal hier hin. Der sieht dann schon ziemlich episch aus, muss ich sagen. Scheiße, jetzt geht es mir auch mit den Wohnungsgebieten echt eng vor. Ich sag euch, irgendwann werden wir die alten abreisen hier und werden dann halt die High-Density Residential Zones bauen. Denn die hier laufen auf Ewigkeit auch nicht mehr gut. So, die Rentner haben sich jetzt überwiegend nach hier verzogen mittlerweile. Und nach hier hinten. Hier drüben ist überwiegend die Party los, habe ich das Gefühl. So, das wird ein reiner Industriegebiet, reines Industriegebiet hier unten wieder. Für Büros etc. So, wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Okay, Alter, guckt euch das mal an, wie groß sie jetzt hier geworden ist. Boah. Okay. Die Straßen werden stark befahren, das wissen wir schon länger. Dann werden wir die auch mal upgraden hier. Ah, kann ich schlecht. So. Stellen wir das mal hier hin, bitte. So. Und die ganze Straße noch runter, okay. Zack, zack. Da kann ich wieder nicht, okay. Da auch nicht, da auch nicht. Hier auch nicht. Überall schon occupied.
Okay. Schau mal, woran es liegt. Hier ist ein Elementary School. Verstehe. Hier ist eine High School, okay. Auch hier mal wieder upgraden. Okay, hier ist ein Police Department. Genau dort, wo es stört. Jetzt können wir hier auch upgraden. Tada! Es wird besser. Gut. Die Kreuzung müssen wir streichen hier noch. Wir müssen raus. Und ich muss hier den Friedhof loswerden. Deswegen werden wir den mal leeren. Da ist auch noch was, okay. Zack. Wollen wir hier mal upgraden, bitte? Alter, die Stadt wird immer größer. So. Industrie wächst auch noch. Kranke Leute haben wir hier noch. Okay. Ich sehe schon, da bricht eine Seuche aus gerade. Okay. Du kannst wieder. Super. Nutze das mal. So, Verkehr. Hier läuft noch alles. Machen wir auch mal ein Upgrade, bitte. Kein Upgrade this type. Achso, gut, hier, bitte. Können die mehr Leute rauf? Okay, geil. Läuft aber. Läuft aber eigentlich ganz gut. Finde ich schick. So. Okay. Wie sieht es mit Noise Pollution aus? Relativ groß, aber hier hinten hält es sich eigentlich in Grenzen. Das ist schick. So, wir müssen jetzt hier ein paar Gebäude abreißen. Und zwar dich und dich. Dich und dich. Crossroad and Traffic. Ja, gut. Das stimmt schon, dass es ein Problem ist. Und wir müssen die Steuern wieder senken, wie ich sehe. Sonst wird es da drüben auch irgendwo nochmal Riesenprobleme geben. Kranken sind immer noch hier. Das hält sich auch noch an Grenzen. Das ist gut. So. Hahaha. Guck das mal an. Bis zum Strand. Leute, bis zum Strand. Alles verschmutzt. Ich bin aber auch schon so eine kleine Sau. Gut, hier hinten haben wir einen See. Ich glaube, da werde ich dann später alles reinpumpen. Wenn ich Zugang habe, ich brauche erstmal Zugang nach hier drüben. Das ist wichtiger. Denn ich brauche Zugang zu einer Bahn. Wie ist er da, soweit ich es sehen kann? Ja, nur hier. Erstmal. Aber ich will diesen See haben, da will ich den ganzen Dreck reinpumpen. Später, da wurde dann hier drumherum ein Industriegebiet gebaut, dann war es das. Denn darum braucht man sich nicht kümmern. Ah, gut. Ich könnte nochmal hier hinbauen. Oh, zack. Blau geworden. Cool. Pang. Ah, gut. Das wird nicht hier wirklich deutlich besser. Ich sehe. Aber hier wenigstens. Das ist schön. Super, und auch hier ist wieder blau. Perfekt. Oha. Die werden glücklich hier langsam. Gut, was jetzt aber auch mal gemacht werden muss und nicht vergessen werden darf, ist, wir brauchen definitiv jetzt hier mal ein paar Metro Stations. Bauen wir schon mal ein paar auf. An wichtigen Knotenpunkten.
So. Okay, auch hier noch bitte einen hin. Und hier. Da. Da. Hier hinten brauchen wir auch nochmal einen. Auch hier. Hier bräuchten wir auch nochmal einen. Gut, du bist leer hin. Passt, super. Nein, du wirst jetzt entfernt. Ja, möchte ich. Okay, so, Upgrade bitte. Jetzt soll mir danach nochmal einbauen, Friedhof. Kommt die neue hin. Jetzt ist die Straße hier auf jeden Fall gebessert. Wir sehen schon, der Verkehr wird auch besser. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße hier. Ich sehe es schon. Da kann ich mir was einfallen lassen. So. Machen wir das halt so. Hier bitte nochmal, zack. Peng, jetzt können da mehr Autos langfahren. Ich dachte schon, unten ist ein Unfall gerade gewesen, ey. Okay, wir müssen die Kreuzung hier reduzieren. Nur ist bloß, hier gibt es keinen anderen Weg als die Kreuzung. Hm. Da lässt sich schon noch was einfallen. Egal, gehen wir wieder zurück zu unseren U-Bahn-Stationen. So. Zack. Baue ich mir hier ran, bitte. Ist auch dran, super. Brauchst nur den hier. Super, der ist auch dran. Perfekt. Und auch hier bitte nochmal. Ah nee, da brauche ich den Dick wieder. Ich mag es, dass die Straßen so leicht. Also die Bahnen schon so leicht rund sind. Finde ich ganz gut. Okay, jetzt überlegen wir uns mal. Könnten ja hier noch was hinbauen. Dass hier alternativ noch einer mitgenommen wird. Du kommst dann hier wieder mit rein. Nee, warte mal, das geht so nicht. Ja, weg damit bitte. So. Das machen wir anders. Space is already in use. Oh, bitteschön. Dann führen wir hier halt rein. So. Geht auch. Oh, fuck. Jetzt muss ich erstmal was anderes kümmern. So, machen wir den mit jetzt hier. Zack. Der ist grün jetzt hier. Super. Müssen wir ausbauen. Okay, gehen wir jetzt zurück zu den U-Bahn-Stationen. Ne, machen wir nicht. Wir gehen nämlich erst wieder hier drauf los und füllen mal wieder aus. So, Firebuilding, bla bla. Auch hier selbst spiele ich nochmal. Wir müssen die U-Bahn nämlich wieder ausbauen. Okay.
Mach den bitte hier nochmal ran. So. Einmal so bitte. Den hier noch mit reinführen. Den führen wir auch noch mit rein. So. Der kann hier aber auch nochmal hin. Das geht schon. Upp, da brauche ich auch definitiv so einen jetzt wieder. Super. Also U-Bahn-Stationen sind schon mal verbunden. Dann wollen wir jetzt mal eine U-Bahn-Linie bauen. Die hier lang fährt. Zack, und mich erstmal eine, die Reihe rumfährt im Kreis. Die sich dann nur darum kümmert. Okay. Bauen wir hier drüben eine. Die hält dann hier nochmal und dann wieder hier. So. Okay, bauen wir hier nochmal eine. Die hier lang fährt. Da lang fährt. Da jetzt mal hier lang fährt. Und hier. Und hier. Und wieder da. Okay. Das eine, die fährt noch hier lang. Wir können jetzt echt vier Linien bauen hier. Warte mal, da lief was falsch. Schick mich nach hier bitte. Zack. Complete Line. Super. Okay, machen wir mal bitte hier eine Linie. Einfach nur hier reinfügt und dann noch hier, mal da und nochmal da. So. Das. Zack. Wieder zack. Super. Alter, die U-Bahn hier, die werden schon eine Menge ausmachen. So. Jetzt werden wir wieder ein paar Commercial Zones abreißen. Werden jetzt ausgetauscht hier. Rigoros, ey. Cool, ja? Guckt euch das mal an hier. Ja, es funktioniert schon ganz gut. Muss man ehrlich sagen. Also die U-Bahn war eine gute... ich merke gerade, da fehlt noch was. Wir haben auch ein kleines Wasserproblem gerade. Wo haben wir noch freie Leitungen? Wirklich. Wir können hier drüben was ausbauen. Zack. Ein paar Wassertürme ranbauen, bitte. So. Wir wollen mal weiter das Wasser verschmutzen hier. Super. Perfekt. Super. Wollen wir hier mal wieder ausbauen weiter. So. Zack. Und es wächst einfach alles mal hier. Guckt euch das mal an, wie groß es hier wird mittlerweile. Die Stadt, das finde ich echt, echt cool. Aber gut, wir haben eine U-Bahn-Linie vergessen gehabt. Die wir mit ranbauen müssen eigentlich. So, bauen wir eine neue Linie. Die geht hier lang. Dann geht sie hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Und dann wieder hier lang. So, zack. Und auch hier eine Linie, die hier lang führt. Das war schon mal ein Anfang. Finde ich gut.
Boah. 1027 Citizens per Week. Führt er hier durch die Gegend, finde ich gut. Hier mal ausführen, bitte. Zack. Okay, wie sieht es mit dem Verkehr aus? Staut sich hier unten ganz schön krass. Ich muss ja irgendwie noch was einfallen lassen hier. Sonst geht da eine Menge Geld flöten. Aber es läuft schon mal prinzipiell ganz gut. Die Uber nehmen auch ein bisschen was ab wieder. Jetzt müssen wir irgendwann mal eine Train Station bauen hier. Zack. Können wir machen. Perfekt. Perfekt. Hau mir bitte nochmal einen auf. Hier drüben einen hin. Möchte ich hier hinten nochmal einen haben. Hier endlich auch mal gerne ein irgendwo. Da. Nicht vielleicht. Slope ist too high. Ach Mist. Leck mich. Mann ey, ich habe nur beschissene Positionen hier. Könntest du noch hier drüben mogeln, das geht noch. Space already occupied. Das funktioniert super. Besser, die läuft super. Okay. So, bin ich wieder dazu rüber. Okay, eins hoch. Dann geht's jetzt hier lang. Bis nach hier am besten. Und da wollen wir dann um die Kurve gehen. Denn wir wollen hier unter die Erde. So. Extraction already occupied. Super, das passt. So. Perfekt. Perfekt. Ja, es ist zu krass wieder, okay. Aber wir können dich jetzt hier zulaufen lassen. Es geht. So. Nee, so nicht. Geh mal wieder hier rauf, bitte. Zack. Zack. Und wieder zurück, bitte. So, Linie komplettiert. Perfekt. Okay, wir brauchen wieder Commercial Zones. Wie sehr? Hier ist alles weg. Hier ist wirklich alles weg. Okay.
Wird schon. So. Zack. Boah, da wollen noch mehr Leute hier wohnen. Das gibt's ja nicht. Gibt's ja echt nicht. Wie viele Leute hier einfach wohnen wollen. Alter. So. Ran hier mit euch. Dürft ihr gerne einziehen. Okay. So, die Bahn fährt hier hin und her, finde ich gut. Sieht's mit Verkehr aus. 14 per Week benutzt die Bahn. Okay. Ja, die brauchen wir wohl nicht wirklich. War nicht schlecht. Die U-Bahn war wohl die bessere Idee. Das bessere Projekt, was sich mehr ausgezahlt hat. Die Bahn hat sonst noch irgendwie eingesetzt hier? Ich weiß nicht. Okay. Gut. Das ist also mehr ein Verlustgeschäft zurzeit, die Bahn. Naja, gut. Ah, bald haben wir die nächste größte Stufe erreicht. Wir werden uns erstmal Zugang holen zu den Gleisen da hinten. Einen Hafen müssen wir auch noch bauen. Boah. Geld, ey. Schau euch das mal an, die sind alle schon eingezogen hier drüben. Na, hier noch nicht ganz. Aber die machen es gerade. Ist schon cool irgendwie, dass es so gut funktioniert. So, du brauchst keinen mehr aufzunehmen. Du kannst jetzt auch hier wieder. Bist du nur 28% voll. So. Wir verbrennen noch mehr, als wir haben können. Wir haben auch aktuell noch genug Platz für noch mehr Müll. Super. Durch die Autobahn komme ich wirklich überall hin. Das ist schön gemacht. Finde ich gut. Okay. Ja, wir können hier neue Distrikte aufzeichnen. Fällt mir auf. Hm. Zack, hier kommt der nächste hin. Ach, den kann man auch wieder rausschmeißen, super. Und weg ist der Lynch District. Super. Hier unten ist übrigens Industrie. Dann schieben wir auch hier ein extra Viertel hin, bitte. So. Hier kommt ein neues Viertel hin. Und auch hier kommt ein neues Viertel hin. Genauso wie hier. Zack. So, haut das mal. So, bei der Autobahn hat man kein Viertel, das brauchen wir auch gar nicht. So. Bisschen kleiner bitte. Aber in den Wohngebieten brauchen wir auf jeden Fall. Super. Das läuft. Was können wir jetzt für Policies einfahren hier? Ach du Scheiße, da wollen schon wieder Leute wohnen hier. Gibt's ja nicht. Okay, dann machen wir wieder dasselbe wieder vor. Ne, hier ist noch frei. Super, brauche ich nicht. Coole Sache. So. Aber hier können wir mal alles abreißen und ersetzen durch neue Anlagen. Alter.
Guckt euch mal an, wie das einfach sich ausbaut alles. Capital City, super. Jetzt können wir uns das Neue holen. Yes. Purchase. Super. Gut, aber ich wollte sagen, das soll es für heute wieder gewesen sein. War eine schöne Folge mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt mal eure Meinung dazu rein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir unsere Stadt weiter ausbauen. Ich muss ehrlich sagen, es macht schon einen Heidenspaß, mit euch das hier zu zocken. Trotzdem interessiert mich eure Meinung. Also in dem Sinne würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Na, jetzt.